Moin Moin. Du hast zugeschaltet, weil es dich interessiert. Heute geht es hier um das Thema Laufen. Und zwar Joggen oder Lauftraining, Lauftraining für Anfänger. Heute hier ganz klar das Hauptthema. Warum? Ich laufe total gerne. Ja, die Lunge atmet. Oh, das sind die ganzen Marlboros. Alter Schwede, raus damit. Ich laufe seit 32 Jahren und mir tut's gut. Und ich möchte dir einfach erklären, wie ich dazu gekommen bin, ein Stück weit vielleicht dich damit motivieren, was es heute für mich ist, das Laufen, und natürlich auch hilfreiche Tipps. Wenn du anfängst, gleich noch, wahrscheinlich nach diesem Video, wirst du dir die Klamotten vom Leib reißen und wirst sagen, ich brauche mein Sportzeug, ich will jetzt laufen gehen. Und dann wirst du diese hilfreichen Tipps vielleicht ganz gut gebrauchen können, auf alle Fälle. Also, vor 32 Jahren fing es bei mir an. Ich war da irgendwie 18 Jahre jung und ich wollte zur Bundeswehr, ich wollte Zeitsoldat werden. Es ging um einen 2-Tage-Test, einen körperlichen Fitnesstest und um einen geistigen Fitnesstest mit vielen Prüfungen. Den musste ich bestehen und ich war nicht fit und habe ein Jahr vorher angefangen mit dem Lauftraining. Das war in Dortmund. Ich bin durch den Fredenbaumpark gejoggt wie ein Verrückter und ich weiß noch ganz genau, nach einem Kilometer habe ich schon Seitenstiche gekriegt ohne Ende. Ich konnte nicht mehr, ich habe auf dem letzten Loch gepfiffen. Schwitzen ist der Sinn der Sache. Alle Schlechtigkeit raus, alle dummen Gedanken. Ja, es war die Hölle. Ich habe mir gedacht, das schaffst du nie. Und damit du nicht diese Erfahrung machen musst, die ich gemacht habe, mache ich jetzt hier diesen Vlog. Und ich gebe dir alle meine Tipps, die ich habe. Zusätzlich natürlich kannst du noch aus dem Vollen, aus dem Potenzial schöpfen, weil ich habe den Konditionstrainer bei den Marinefliegern gemacht. Das heißt, eigentlich hast du hier alles zur Verfügung, was du brauchst, damit du richtig geil laufen kannst. So, warum laufe ich heute noch? Ich laufe momentan ungefähr 50 bis 60 Kilometer im Monat. Immer so 10 Kilometer. Kilometer-Etappen, die reiße ich runter und ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe 2 Marathons bin ich gelaufen, ich habe alle Laufabzeichen gemacht, ich war in Nimwegen, ich bin die 200 Kilometer mit marschiert und also Laufen ist eigentlich mein Leben, schlussendlich. Ich mache das lieber als Schwimmen gehen, Fahrradfahrt. Immer schön bergauf hier. Ja. In eine Muckibude gehen oder so, ich gehe laufen. Ich mache das, um meine Birne frei zu kriegen. Ich mache es zum besseren Schlafen, wenn ich Einschlafprobleme habe. Wenn ich weiß, ich bin irgendwie noch ein bisschen auf dem Level, dann gehe ich laufen und dann weiß ich, ich kann eigentlich gut pennen. Als Raucher brauche ich natürlich auch eine gewisse Menge Sauerstoff. Ich brauche einfach Sauerstoff in meinem Blut. Diesen Sauerstoff haue ich mir natürlich mit meinen Kippen weg. Also muss ich irgendwas tun, damit mein Körper irgendwo sich da einen Ausgleich schafft, also gehe ich joggen. Plus, zusätzlich weiß ich, dass Bewegung, also viel Bewegung, generell Sport, verhindert Demenz. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe keinen Bock auf Demenz. Das hast du wahrscheinlich schon in den anderen Videos gesehen. Ich will einfach fit sein. Was brauchst du denn jetzt als allererstes, um überhaupt anzufangen? Logisch, Schuhe. Ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht. Ich habe zum Beispiel diese wunderschönen Dinger hier, ne? Diese Teile mit dem fetten Profil hinten drauf. Die kannst du nehmen. Ist aber scheiße. Sind richtig Müll. Ist so eine Billigkacke. Gibt es irgendwie für 9,99 oder was. Kauf die Scheiße nicht. Sowas von Nike Air Max. Wenn du dich aufregen willst, weil es die ganze Zeit quietscht, mach es nicht. Und die sind einfach hier hinten viel zu hart. Kannst du machen. Ist aber auch kacke. Günstig von Deichmann. Sowas. Gibt es glaube ich schon für 29 oder 39 Euro. Leicht, weich, ist super, aber hat trotzdem noch genug Halt an der Seite, ist hoch, hat gut Dämpfung. Das ist sau wichtig, dass du hier hinten eine Dämpfung hast. Da musst du halt gucken, bist du Fersengänger oder Zehengänger oder machst du beides. Das könntest du aber in einem bekannten Sportladen irgendwie checken lassen, Runners Point. Check das mal. Die kann ich empfehlen. Du musst, wenn du laufen willst, joggen willst, musst du Bock haben. Du musst voll Bock drauf haben.
Mach es nicht, wenn du sagst, nee, heute nicht oder was, nee, fühl mich nicht gut. Geh nicht laufen, geh nicht joggen. Warte auf den Moment, wahrscheinlich hier gleich nach diesem Vlog. Warte auf diesen Moment, wenn du dich hochmotiviert fühlst und sagst, jetzt, ich will laufen, dann geh laufen. Egal wie das Wetter ist, ist völlig scheißegal, geh laufen. Oh, jo. Mach eine Strecke klar, wo du weißt, das schaffe ich irgendwie in einer gewissen Zeit, wo du einfach mal guckst, wie fühlt sich das überhaupt an. Und beginne langsam. Die Geschwindigkeit ist erstmal überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist erstmal, dass du rangehst, dass du es machst. Vorher auf alle Fälle nichts essen. Warte bitte, also mindestens 2 Stunden, wenn du was gegessen hast und ein normales Mittagessen oder so, warte erstmal nochmal 2 Stunden, die Scheiße kommt dir echt wieder hoch. Auf alle Fälle danach bereithalten, wenn du fertig bist mit deinem Laufen, dass du dich an den Schnorchel hängst und das Ding leer machst. Nimm dir mit, nimm dir 2-3 Liter mit, du brauchst dann, wenn du was an Flüssigkeit hast, du hast viel verloren, du brauchst das. Nimm auf alle Fälle danach was, dass du was zu saufen hast. Nichts Alkoholisches, Wasser. Die Frage immer, laufe ich alleine oder laufe ich in der Gruppe? Lauf alleine erstmal. Versuch das erstmal, dich auf dich selbst zu konzentrieren und nicht auf andere. Hör auch auf, irgendwie schon mit anderen zu labern, während du läufst. Check erstmal, wo bist du, wo ist dein Körper, was braucht der? Und noch nicht irgendwo in Kommunikation treten. Das ist ein Ziel, da kannst du irgendwann dann hinarbeiten. Das wirst du auch erreichen, definitiv. Wenn du hier dran bleibst, dann machst du das auch. Aber erstmal bleibst du bei dir. Mit App oder ohne App? Mach's erstmal echt nackt. Mach's so nackt wie möglich. Mach's so unkompliziert wie möglich. Die App, die wird dir, natürlich sagt die dir ganz viel und du kannst dich verbinden und du kannst dir dann Applaus holen und. Das kommt in einem anderen Vlog, zeige ich dir noch ein paar Sachen. Die besten Apps, die ich jetzt irgendwie so raus habe, was für mich ganz gut ist oder was auch generell auch gut funktioniert, ist ja auch wichtig. Warte erstmal noch, lauf nackt. Ich sag das immer wieder, lauf erstmal nackt und guck erstmal, also nackt heißt ohne großartig Tamtam mit hier Walkie-Talkie, da sind wir schon beim nächsten Punkt, Musik, auch noch nicht mit Musik. Du musst erstmal deinen Rhythmus finden, deinen Körperrhythmus, deinen Atemrhythmus, das muss erstmal stimmen. Da musst du erstmal hören, wie deine Füße unten auf dem Boden laufen, ob die leise laufen oder aufklatschen. Das darf nämlich nicht sein. Also du musst erstmal alle Sinne geschärft haben, wenn du läufst, damit du weißt, wie du läufst und damit du deinen Atem auch hörst. Wie atmest du? Welchen Rhythmus hast du, damit du da was einstellen kannst? Wenn du da nicht drauf hörst, gibt's Seitenstiche und es geht gar nichts mehr. Das demotiviert dich nur, das ist scheiße. Du sollst motiviert sein. Das ist das Allerwichtigste, damit du auch Bock hast, weiterzulaufen. So, die Erwärmung. Die Erwärmung vorher, ganz wichtig. Dehn dich. Also welche Sachen da gemacht werden können, auch das im nächsten Vlog. Weil wenn du jetzt gleich lossprinten willst und sagst, ja, ich habe einen Bock jetzt auflaufen. Und scheiße, jetzt hat er mir keine Erwärmung gesagt. Doch, ich sag dir was. Hüpf einfach, spring ein bisschen rum. Nimm dir einfach so 5 bis 10 Minuten und hüpf mal einfach so ein bisschen. Atme laut. Atme so laut, dass man dich hört oder dass du dich auch atmen hörst. Nimm dir nichts irgendwie an oder nimm dich zurück oder was, weil das andere irgendwie vielleicht abschrecken könnte oder was denken denn die anderen über dich. Ist wurscht. Nase rein, Mund raus. Nase rein, Mund raus. Immer. Immer Nase rein, Mund raus. Und achte bitte auf deinen Körper. Achte darauf, was der sagt, was da ist, ob da irgendwas sich anfühlt, als ob da was kommt. Achte darauf, verändere dann die Position. Der Körper signalisiert dir alles vorher, was los ist, wo du Scheiße baust. Das macht er einfach. Das sagt er dir, lausch einfach da drauf. Wenn du merkst, oh, da zieht was, verändere die Position vom Bein oder was auch immer, vom Abrollen, rolle mehr ab. Und dann wirst du sehen, es wird sich egalisieren. Steck dir einfach eine Zeit. Sag einfach, ich laufe jetzt 30 Minuten. Wenn du denkst, es ist zu viel, nimm erstmal 15. Mach aber glatte Dinger. Die 15 läufst du. Du hörst nicht vorher auf. Oder wenn du sagst, ich laufe 30, dann läufst du die 30. Egal wie langsam, du läufst diese 30 Minuten lang. Du hörst nicht auf. Du bleibst nicht stehen, du läufst. Also Schwitzen ist erlaubt. Ganz wichtig, schwitz wie ein Schwein, das ist scheißegal. Schwitz. Der tote Punkt beim Laufen, das ist der Punkt, wenn du auf einmal laufen kannst, du merkst nichts mehr. Es läuft sich alleine vom Feinsten. Der liegt bei mir bei 1,5 Kilometer. Ab 1,5 Kilometer kommt mein toter Punkt. Ab 2 Kilometer fange ich an zu schwitzen. Na, 2,5 ungefähr. Aber dieser tote Punkt, auf den kannst du achten. Den wirst du dann merken. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal. Beim fünften Mal kann es sein, dass du ihn merkst. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Und fang an, dich zu motivieren, wenn du siehst, boah, ich habe schon die Hälfte rum. Ja, sag es laut und motivier dich.
Motivier dich einfach. Es ist scheißegal, was dein Umfeld dazu sagt oder wie die Leute dazu denken oder was. Es ist völlig egal, du läufst da für dich. Gleiche los und das T-Shirt ausreißt und dann in deine Sportschuhe und deine Sportschuh packst und deinen Turnschuhbeutel mitnimmst und dann rausfährst in die weite große Welt und dann läufst und das dann dein Erlebnis gemacht hast. Dann schreib hier unten in den Kommentar rein, wie es für dich war. Schreib's rein. Schreib das rein, ob es gut lief oder ob scheiße lief. Schreib's einfach rein und dann unterstütze ich dich da weiter. Und da wird es auch noch weitere Leute geben, die ebenfalls Erfahrung haben, die dich auch unterstützen, meine Wette, weil wir Läufer halten zusammen. Ganz klare Sache. Natürlich kannst du ja auch Fragen loslassen. Ist doch ganz klar. Hau sie unten in die Kommentare rein, wenn du noch Fragen hast, wenn dir irgendwas unklar ist. Und vor allen Dingen, bleib dabei, weil beim nächsten Blog werde ich dann austesten, wie das ist, wenn man mit dieser Maske läuft. Es gibt ja jetzt diese Phantom-Masken, diese Sportmasken. Mal sehen, ob mir irgendein Hersteller mal so ein Ding irgendwie zuschickt. Und ich werde das mal austesten. Das ist dann meine nächste Hürde. Das kommt dann auch in einem Vlog rein. Also bleibt dran, hier wird es richtig spannend. 10 Kilometer mit der ABC-Schutzmaske? Ich weiß nicht. Bleibt dran. Ciao.